Oh nein, es darf nicht wahr sein. Habt ihr das auch gelesen? Habt ihr das gelesen? Das klassische helvetische Konfibrot droht auszusterben. Krass, hä? Das Konfibrot, auch bekannt unter dem Namen Gomfibrot, ja? Oder Komfibrot oder Quamfibrot. Ist ja gleich. Aber der Verkauf von Gomf ist anscheinend in der ganzen Schweiz rückläufig. Tragisch. Dabei ist doch das Gomfibrot so fein. Und jeden Abend hat es natürlich auch noch Butterbrot gegeben. Das hat einfach dazugehört. Und ja, soll ich sagen, die Tradition habe ich dann weitergeführt in meiner Familie. Und ich weiß, dass die Urenkel auch wieder Konfibrot essen. Ja, ist einfach schön. Und es wirkt anscheinend extrem lebensverlängernd, dunkelt mir das Konfibrot. Aber ob jetzt die Urenkel wirklich das Konfibrot von Mutti essen oder doch heimlich dem Hund unter dem Tisch geben, ist nicht ganz so sicher. Weil anscheinend verzichten gerade jüngere Generationen auf den Zmorgen-Klassiker zugunsten von dem hier. Schaut mal, Lachsbrötli und Tomatenmakrele auf Knäckebrot. Das ist der Lieblingszmorgen von Norweger und Norwegerinnen. Und die kommen anscheinend zurzeit in Scharen zu uns in die Schweiz. Norwegische Milliardäre flüchten in die Schweiz. Junge norwegische Millionäre packen ihre Koffer für die Schweiz. Hey, Schweiz, warum die reichsten Norweger zu uns kommen? Ja, gerade dutzendweise wandern norwegische Multimillionäre und Millionärinnen in die Schweiz aus. Im skandinavischen Land spricht man bereits von einer Schweiz-Bolge. Das heisst von einer Schweizer Welle. Superreich in der Schweiz? Hey, immer gern. Wir sagen Grüezi, hey und willkommen til Schweiz. Flüchten tut die norwegische Oberschicht aber nicht etwa, weil sie die Schweiz wieder mit Schweden verwechselt. Und auch nicht, weil sich Aha leider wieder vereinigt hat. Aha? Oh no, würde ich eher sagen. Und auch am Schnee kann es nicht liegen, weil von dem hat Norwegen definitiv selber genug. Ei, 80, und da denke ich, dass der Herr schnell nähert sich 8 Meter. 8 Meter Schnee. Oder wie man im ESC sagt, Backstage-Buffet. Ja. Nein. Der Grund, warum die alle zu uns wollen, ist der hier. Wirklich wahr. Es rentiert. Verstehen? Ja, der tiefe Steuersatz für Superreiche in der Schweiz. Grund genug, einem kalten Norwegen den Rücken zu kehren und eine typische Schweizer Asylunterkunft für Steuerflüchtige zu beziehen. Ah, ja. Der Exodus ist aber vor allem in Norwegen selber ein ganz grosses Thema zurzeit. Nie Milliardär, haflittet til Schweiz. Milliardär Jens Rukset flittert til Schweiz. Rune Sivesen dra til Schweiz. Das ist gar nicht so schwierig, norwegisch, oder? Ganz klar. Ja. Aber dass der Schweizer Steuerfiskus aus dem skandinavischen Land quasi Gomfi vom Brot nimmt, oder besser den Lachs vom Knäckebrot, findet man in Norwegen so gar nicht fidunderlich. Wie man sagt. Die grösste norwegische Wirtschaftszeitung hat deswegen wirklich eine täglich aktualisierte Liste aufgeschaltet. Mit allen bekannten Multimillionären, die das Land verlönt oder genau das vorhaben. Bei uns darf der Wolf präventiv abgeschossen werden. In Norwegen wahrscheinlich bald Multimillionäre, die abhauen wollen. Wer hätten wir denn da? Da wäre zum Beispiel das Ehepaar Sundby, ja, wo mit ihren internationalen Kindergärten ein Millionenvermögen gemacht haben. Hey, das interessiert mich jetzt natürlich. Zeig mal, wie sieht es in diesen Kindergärten so aus? Ich liebe, was hier alles läuft und was ich schon jetzt kennenlernen kann, bevor es dann richtig losgeht. Eine coole und innovative Kita ist das hier. Ja, wow, sehr cool. Doch. Aber was ist das dort hinten, das Loch, das komische? Was ist das? Ne? Ist das eine norwegische Babyklappe eventuell? Eine Einzelzelle für ADHS-Kind? Oder lauert dort ein Politiker, der schaut, dass er ja nicht gendert wird im Kindergarten? Weldig morsom, muss ich da unten sagen. Aber hey, gleich, mit Kindergarten kann man anscheinend Millionär werden. Das geht. Ja, ist ja jetzt gleich. Ist gleich. Dann gibt es ihn noch. Dann gibt es noch er, wo die Schweizer Welle überhaupt erst angestoßen hat. Der Kjell Inge Røkke. Immerhin drittreichster Unternehmer aus Norwegen. Mit einem Brief an seine 18.000 Mitaktionäre hat er seinen Umzug nach Lugano wunderbar begründet.
Früher habe ich mein Leben in drei Phasen eingeteilt. Ausführen, genießen und teilen. Moment, stopp. Multimillionäre, die so in sich hineingehen, das finde ich super. Da braucht es eine schöne Musik dazu und für mich zum Entspannen vielleicht ein einfaches Gonfibrötli. Bitte, können wir hören? Im Laufe der Jahre haben die drei Phasen begonnen, ineinander überzugehen, aber nicht vollständig. Ich werde weiterhin auftreten, genießen und teilen, am besten jeden Tag. Ich habe Lugano als mein neues Zuhause gewählt. Es ist weder das billigste, noch hat es die niedrigsten Steuern, aber es ist ein großartiger Ort mit einer zentralen Lage in Europa. Ja, schon gut. Also dazu muss man wissen, in Norwegen ist übrigens die Vermögenssteuer das Jahr um rund das Doppelte angehoben worden. Im Vergleich dazu ist in gewissen Schweizer Kantonen der Steuersatz bis zu 10-mal niedriger als dort. Könnte das also schon auch ein Grund für die Zügelten sein und nicht einfach die klassische Geniesserphase im Leben von einem Milliardär mit Rennbootfetisch. Überhaupt ist die Schweiz ein tolles Land für reiche Menschen. Nicht nur aus Norwegen. In unserem Land, haben Sie mitbekommen, ist das durchschnittliche Einkommen in den letzten Jahren wieder deutlich angestiegen. Haben Sie das mitbekommen? Nein, natürlich nicht. Weil leider nicht durch höhere Löhne, sondern durch explodierende Immobilienpreise und steigende Börsenwerte. Heisst, profitiert davon haben natürlich wieder die reichen Leute. Dementsprechend hat auch die Anzahl von Millionären in der Schweiz um satte 63% zugenommen. Neueste Zahlen gehen davon aus, dass wir also rund 330'000 Dagobert Ducks in der Schweiz beheimatet. Gibt doch nichts Schöneres als ein Morgenbettchen im Pool. Moment, falscher Film musst du nicht, ja? Schweizer Dagobert Duck noch immer eher da. Ja, es gibt doch nichts Schöneres als ein Morgenbettli im Pool. Es ist wirklich wahr. Man hat ausgerechnet, während Christoph 30 Minuten in seinem Pool schwimmt, steigt das Vermögen von der Familie Blocher um gut 80'000 Franken an. Der Christoph ist also ganz klar ein Rick-Poser. Versteht mich nicht falsch. Dass Blochers mehr Geld verdienen mit 30 Minuten Betteln als ein Kassierer im ganzen Jahr, das ist kein Verbrechen. Es ist halt einfach ein bisschen grusig, ja? Wenn man bedenkt, dass in unserem Land gleichzeitig, und das ist wirklich jetzt neu, die Armen immer ärmer und ärmer und ärmer werden. Rund 8,5% der Schweizer Bevölkerung müssen mit weniger als 2'300 Franken pro Monat auskommen und leben damit unter der Armutsgrenze. In ihrem letzten Bericht schreibt Caritas Schweiz von einem traurigen Umsatzrekord. Nur schon in den letzten paar Monaten haben Caritas-Läden 20% mehr Umsätze gemacht. Klingt jetzt gut, aber es geht nicht etwa um Brokkis von der Caritas, sondern um die eigenen Lebensmittelläden, wo Armutsbetroffene stark verbilligt einkaufen können. Besonders betroffen Alleinerziehende, AsylbewerberInnen und Pensionierte. Seit Anfang dieses Jahres habe ich das Gefühl, ich zahle jedes Mal, wenn ich posten mehr. Und ich sehe es einfach anhand der Preise, dass die einfach massiv gestiegen sind. Fast alles.